Eins, zwei, drei. Schönen guten Tag, München. Wir sind zum dritten Mal hier und wir können nicht anfangen, ohne uns einmal in aller Form zu bedanken bei Steven Horst und dir, Boris, für die immer wiederkehrenden Einladungen nach München. Es ist nicht nur eine professionell kompetente Veranstaltung, sondern die freundlichste Veranstaltung, die wir kennen. Schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Merci. Danke. Danke. Vielleicht machen wir es so, dass wir uns sogar schon hier ein bisschen an den Tisch setzen. Wer war im letzten Jahr schon dabei? Niemand. Wer war im vorletzten Jahr schon dabei? Gibt es Doppelungen? Oh, wenig. So. Wo ist denn dieses Klickding? Ah, danke schön. Okay. Wir sind okay. Bruss und Ruddigkeit. Lea Bruss, Raban Ruddigkeit. Wir haben ein kleines Atelier in Berlin. Dort machen wir unter anderem Freistil, das Illustratorenjahrbuch, das, ich darf das an dieser Stelle kurz erwähnen, in diesem Jahr wieder neu aufbereitet wird. Wer sich interessiert, schaut bitte auf unserem Blog freistilonline.de. Wir haben im letzten Jahr darüber gesprochen, dass wir uns als Illustratoren, als Grafiker, als Designer vielleicht ein bisschen mehr reinhängen müssen in die ganzen aktuellen politischen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, die da draußen laufen, damit unsere Medien, für die wir arbeiten oder die wir selbst erarbeiten, nicht ganz so bei aller Zeitlosigkeit, nicht ganz so beliebig im Raum herumschwirren. Und das Ganze haben wir zum Motto gemacht und haben selber schon mal angefangen. Deswegen ist es dieses Jahr die erste Ausnahme, dass wir mal unsere eigenen Arbeiten zeigen. Und zwar zur Geschichte vielleicht. Ich bin Grafikdesigner und im Jahr 2011, könnt ihr euch erinnern, gab es die Geschichte in Fukushima. Und während alle anderen sich echauffierten und politische Kommentare abließen, hatte ich eher ein Bild im Kopf. Das sah so aus. Das habe ich damals auf dieses sogenannte soziale Netzwerk gestellt und von da aus ging das dann in Ausstellungen, es wurde zum Produkt und so weiter und so fort. Von da an haben wir das regelmäßig gemacht und 2015 happens. Und das letzte Jahr, ihr wisst es, es gab eine Menge Dinge, die passiert sind, zum Beispiel Lampedusa. Wir arbeiten in Berlin mit einigen Flüchtlingsinitiativen zusammen und kannten deshalb die Thematik ganz gut. Als es in die Zeitung kam, war das unser Motiv dazu. Einen grafischen Kommentar haben wir das genannt und glücklicherweise hat es die Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel abgedruckt. Damals auf einer ganz normalen Meinungsseite im Rahmen des Heftes. Dann kam Griechenland im Minus, dann haben wir das hier gemacht. Und tatsächlich wurden diese Dinge dann Stück für Stück im Tagesspiegel abgedruckt, dort auch auf den Online-Medien und so weiter. Hier zum Beispiel unser Motiv zum Thema Netzpolitik. Der eine oder andere erinnert sich. Oder Türkei, als die Spannungen immer größer wurden, haben wir das gemacht. Und es erschien mehr und mehr im Tagesspiegel und die haben dann parallel dazu eine Meinungsseite gebaut, die heißt Causa, das Debattenmagazin, ist mittlerweile jeden Sonntag auf Seite 5 in dem Heft und es gibt auch ein neues Online-Tool, wo sozusagen zu einem Topic verschiedene Spezialisten Meinungen abgeben, das heißt zum Thema Türkei zum Beispiel 10 Wissenschaftler, Politiker, etc., Anwälte, die sich zu einem Thema austoben und das Ganze wird dann tatsächlich auch so online-mäßig in so einer Grafik abgebildet, wie so die Grundmeinung ist. Eigentlich in diesen aktuellen hysterischen Situationen ein ganz gutes Tool, um so Meinungen wirklich mal ein bisschen ruhiger, trotzdem tagespolitisch relevant zu machen. Das Gute ist, gestern haben die Causa-Leute in Berlin einen Google-Preis gewonnen, 250.000 Euro und können jetzt ihr Portal noch ein bisschen weiter aufarbeiten. Das war ein Motiv zum Thema das neue Europa. Aber die Spannungen wuchsen in Deutschland, dann haben wir das Motiv hier entwickelt. Das ist alles noch sehr grafisch. Das
alter Ossi habe ich nur einen Kommentar zu Herrn Putin. Und hier vielleicht die Wunschvorstellung, welche Rolle die Bundeswehr spielen könnte. Und das ist jetzt nicht eine klassische Illustration, sondern wirklich ein sogenannter grafischer Kommentar. Das heißt, wir kriegen, wie alle anderen Autoren, ein Thema und müssen dazu unser Bild finden. Und zum Beispiel zum Thema Rassismus. Was ist Rassismus? Oder gibt auch weiche Themen. Ist alles nicht nur hart. Deutschland und die Digitalität. Kann man das erkennen? Den Caspar David Friedrich da im Hintergrund. Integration, das ist ein Motiv aus letztem Sonntag. Was ist ein Leitbild? Wie sieht das aus? Das sind ja alles Themen, über die wir reden. Und jetzt komme ich auch so langsam zu der Rahmenhandlung dessen, was wir heute mit den Illustratoren besprechen wollen. Es geht eben um diese, wie politisches, privates, biografisches sich in Design auch widerspiegelt. So, die Arbeit wurde immer mehr, immer mehr. Wir arbeiten sowieso jeden Tag zusammen. Und eins haben wir noch. Das erscheint diesen Sonntag. Das war schon auf den sozialen Netzwerken und da kriegst du natürlich sofort diesen sogenannten Shitstorm. Aber es gibt auch sozusagen Leute, die das persiflieren oder als Ermunterung nehmen, selber Kommentare abzugeben. So, da wir immer zusammenarbeiten, Lea und ich, hat Lea mich am Anfang unterstützt. Es wurde so viel Arbeit und sie hatte auch so viel Lust, das selber sich einzubringen, dass sie eigene Arbeiten beigetragen hat und die wird sie euch jetzt auch noch vorstellen. Yes, and I will continue in English. So, I will show you the first one. It was a comment drawn to highlight a text of Heiko Maas, the first minister of Germany, and it was about what can we do on the internet? Internet is free; everybody can tell what they think. It's liberty of the freedom of expression, but you have too much people who have a racist topic and xenophobe or sexistish, and how we can regulate that. Because if you regulate, we are losing some freedom. So it was the topic, and I decided to draw an asshole with a flower to say hate no more, and that was wow. The second one is about climate change. How is the Earth today and the environment, how is the state? So it's clear. Europe today, it's a metaphor of the symbol of Europe, but upside down, to say how Europe is going on now. Freedom. It was after the terrorist attack in Paris, we had a lot of debate about should we have more security, how to have more security, but without losing freedom. So the theme was freedom versus security, it was very, very strong theme. Animal rights. So there's a lot of debate and suggestion for animals. You know that today animals are still like objects. They don't have any rights. And I draw this to say maybe if they do a revolution, there will become some rights. It's of course irony, but it was
It's so unfair, and we have a lot of things to discuss around this. Fracking, this new technology, it was to underline this team in Germany. Should we have a fracking or not? It will bring some new energy, but it will bring more. It will bring more problems. So, yeah, some people want, some other not, and it's always to find new solution to resolve one problem, but we bring more and more problems in cycle. So it's not really a solution. And this draw was a little bit to really show how the Entwicklung from problems. Cooperation was about should we have more cooperation in education in Germany to build better education for children. And the last one, it's about sexuality and crime. It was after the problem, the trouble in Köln. What, and it was also to highlight the ICOMAS, the first minister of Germany, comment how we can protect more women without taking too much freedom between the people. How we can, because we know that in Germany you have a lot of rules, everything is more or less safe, but still it happens some things and. But we cannot mix everything, and so it brings also the problem. Women, we have a lot of rights today. We achieve a lot of things the last 50 years, but still, it's a step. But it's a small step. It's a good step, but it's maybe not enough. So, how we can improve that? That was my idea in this draw. And of course, you can find more illustration and updates on our Facebook sites, Kiki, Boos and Rodischkeit. And some graphic, our work and graphic design on www.boosrodischkeit.com. And voilà, thank you. So, wir sehen also, wenn du illustrierst, bist du nun mal reingeschmissen in diese Politik und du musst so eine Art eigenes Verhältnis dir bilden zu den Dingen. Eine, die sich damit auskennt, ist Bianca Czechner aus Österreich. Sie hat in Chile, in Spanien studiert, macht gerade ihren Master in Italien und hat durch ihre Reisen nach Afrika, Asien, Indien, Portugal ein paar Erfahrungen gesammelt, die sie auch teilt als Illustratorin und dabei ja, gibt es durchaus Debatten, an denen sie uns ein bisschen teilnehmen lässt. Hallo Bianca. Hallo. Kann man mich gut hören? Ja. Okay, gut. Raven hat mich ja schon vorgestellt. Ich werde euch heute ein paar Arbeiten zeigen, die im letzten Jahr entstanden sind. Also ich arbeite sehr viel für die Wiener Stadtzeitung Falter. Das ist eine ziemlich linke Wochenzeitung. Ich mache da meistens Illustrationen zu den Sparten Gesellschaftspolitik und Soziales. Und das ist zum Thema, ist über die Anschläge in Paris und wie spricht man mit Kindern über Terrorismus. Das sieht man, da geht es um Köln. Das ist ein Cover, das habe ich auch für den Falter gemacht. Das hat einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst. Das darf man so nicht zeigen. Alle diese schwarzhaarigen Männer, die böse Sachen machen. Dann wieder was Netteres. Da geht es um Rentner, die ihre Rentenzeit sinnvoll verbringen wollen und zum Beispiel mit Kindern in Nepal Englisch lernen.
Das ist ein Kinderführer für Wien, Kind in Wien, den ich illustriert habe. Und das ist die letzte Illustration, die ich gemacht habe zum Thema Kindergärten, Kinder, die gärtnern. Und so sieht es dann aus. Die Kinder haben ja auch Mütter, aber die freuen sich nicht immer, dass sie Mütter sind. Das ist zum Thema Regretting Motherhood. Und manche bereuen nicht die Mutterschaft, aber sind trotzdem unzufrieden mit der Aufteilung der Haushaltsarbeit und der Kinderbetreuung. Und Doppelbelastung ist auch für Väter ein Thema. Also dieses Bild hat mir dann danach der Chefredakteur abgekauft, weil er sich wiedererkannt hat mit seinen Zwillingen. Und schwule Väter, seit dem 01.01. dürfen auch gleichgeschlechtliche Menschen in Österreich Kinder adoptieren. Und das ist ein Fair-Special. Hier bei dieser Illu geht es um fairen Tourismus. Und da kommen wir schon in die große, weite Welt hinaus. Ich mache auch sehr viel Landkarten, nicht nur für Magazine, sondern auch für mich persönlich, weil es mir Spaß macht. Ich verkaufe die dann als Drucke. Und hier verschicke ich gerade eine Karte von Sansibar aus Indien an eine Kundin in Amerika. Und manchmal hilft mir auch jemand beim Verpacken. Das ist in Porto. Ich war da in einer Künstlerresidenz und habe an einem Projekt an der Schnittstelle von Illustration, Mapping und Art Intervention gearbeitet. The Invisible City of Oporto. Oporto hat eine ziemlich reiche Geschichte und Kultur und ich habe einige dieser Geschichten, einige weniger bekannte Geschichten aufgegriffen und Illustrationen dazu gemacht. Die habe ich dann überall in der Stadt aufgehängt, an ziemlich versteckten Orten. Und dann habe ich noch eine Limited Edition Map gemacht, wo alle diese Orte eingezeichnet sind. Und auf der Rückseite stehen dann die Geschichten zu den Orten. Dann kommen wir zu meinem neuestem Projekt. Das ist ein Buch, Savari, an Illustrated Journey Through Iran and India. Das ist gerade vor 2 Wochen erschienen. Das ist mein Skizzenbuch aus einer 5-monatigen Reise durch den Iran und durch Indien. Ich habe da auch eine Karte gezeichnet. Das beginnt oben in Teheran, dann geht es so runter Richtung Dubai, dann nach Bombay und dann in Indien kreuz und quer. Das ist das Skizzenbuch, das ich während der Reise fotografiert habe. Da sieht man, da gibt es auch oft Tee und persische Teppiche. Und das ist eine Geschichte aus dem Buch. Das ist in Shiraz, dort war ich ziemlich lange. Ich war da immer in einem Café zeichnen und einmal war ich da und habe danach einen Freund getroffen, der ist dann sehr viel zu spät gekommen. Und als ich ihn gefragt habe, warum er so spät ist, hat er gesagt, ja, er war jetzt eben noch in dem Café und da sind Militärs mit Maschinengewehren gekommen, weil Mädchen auf der Straße geraucht haben. Und ich dachte dann, okay, ich war da gerade vor einer Stunde, vielleicht war das ich. Am nächsten Tag bin ich wieder in das Café gegangen und dann hat ein anderer Freund von mir gesagt, nee, das war es nicht du, das waren 2 Freundinnen von mir. Und dann hat er gesagt, yeah, you know, these 2 girls, they are like 2 black cats. Everywhere they go, the police comes. Also das ist denen schon öfters passiert. Das ist ein Satz, den habe ich sehr oft gehört im Iran, weil der Iran hat ja einen ziemlich schlechten Ruf. Terrorismus, Atombomben, ist so gefährlich, aber es ist, wenn man in den Iran fährt, sieht man, dass es sehr anders ist. Und die Leute leiden natürlich unter diesem negativen Image. Also Iran, sehr empfehlenswert. Ich musste dort Kopftuch tragen, also ich habe monatelang Kopftuch getragen. Das war ein interessantes Experiment. Aber ich fand das ziemlich unangenehm, weil es sehr heiß war. Und ich habe dann gemerkt, dass ich beginne, mich anders zu bewegen, dass eben das Kopftuch nicht immer runterfällt. Und dann ist das dann diese Zeichnung entstanden. Es hat dann so ausgesehen. Und es hat ein Mädchen namens Shiva gesehen, diese Zeichnung. Die hat dann gesagt, but you can actually dream with your headscarf on. Also du kannst schon träumen mit deinem Kopftuch an. Und die ist dann auch in mein Skizzenbuch eingegangen. Der Iran ist ja das Land mit den meisten Schönheits-OPs, also man sieht dort überall Menschen mit Nasenpflastern herumlaufen in den größeren Städten. Und mir hat man dann erzählt, dass es so ein Statussymbol ist, dass einige Leute, die sich die OP selbst nicht leisten können, einfach nur so das Pflaster auf die Nase kleben. Und im Iran ist ja Alkohol illegal und das Erste, was ich gemacht habe nach einem Monat Iran war Party machen in Bollywood und am nächsten Tag hatte ich dann einen schönen Kater und habe diese Illu gemacht.
Hier ist auch noch das Cocktailrezept aufgeschrieben, das war ziemlich gut. Ja, ich könnte jetzt noch lange über dieses Buch reden, aber ich glaube, meine Redezeit ist langsam vorbei. Das Buch ist draußen auf dem Büchertisch, das kann man kaufen, falls es noch jemanden interessiert. Danke für eure Aufmerksamkeit. And we invited Hamed Eshrat. He was born in Tehran, in Iran, in 1979. He studied in Berlin and in New Zealand. And now he's illustrator, designer and author in Berlin. Ich stelle mich jetzt auch noch mal kurz selber vor. Guten Tag. Ja. Das da? Sehr schön. Ja, kommt das Bild dann auch noch hier vorne? Okay, gut. Also ich heiße Hamed Eshrat, bin im Iran geboren, habe keine Schönheits-OP hinter mir. genau, ich freue mich, dass ich Ihnen heute hier ein paar meiner Arbeiten vorstellen kann. Der Fokus liegt auf politische und biografische Themen. Kurz zu meiner Person. Ich bin 1,70 groß, keine Nasen-OP, verheiratet, lebe in Berlin, arbeite als Kommunikationsdesigner, Illustrator und Comicautor. Schwerpunkte sind Comics und Illustration. Die erste Arbeit, die ich vorstellen möchte, das ist ein biografischer Comic, Tipping Point, Teheran 1979. Es ist insofern politisch, weil das Setting es bedingt. Also es spielt im Iran 1979, wie der Untertitel schon sagt. Und ich schildere da die Erlebnisse meiner Eltern während der Islamischen Revolution. Auf 100 Seiten in Schwarz-Weiß. Es ist ein Autorencomic. Es ist dann 30 Jahre nach der Revolution, also 2009, bei Edition Sabakan erschienen. Reality Kills hieß das Projekt. Das war ein, was Sie hier sehen, das war ein interdisziplinäres Festspiel am Maxim Gorki Theater. Könnte ich vielleicht, geht das mit dem Bild hier vorne? Weil ich muss da immer ein bisschen gucken. Okay, also dieses interdisziplinäre Festspiel war am Maxim Gorki Theater und es ging um Kriegsbilder auf der Bühne und in Comics und es waren verschiedene Leute eingeladen, es gab szenische Lesungen. Ich habe diese Installation, die Sie auf der linken Seite sehen, gestaltet. Es besteht aus einem Kaleidoskop, wo die Person vorne so reinschaut und dieser Bildebene im Hintergrund mit den Illustrationen. Und dann gibt es noch eine Animation hinten in der Box, die das Kaleidoskop bespielt. Und es entstehen so Korrelationen zwischen diesen Bildebenen und Kern dieser Arbeit war, Zusammenhänge zwischen Konsum und Gewalt aufzuzeigen beziehungsweise auf abstrakter Ebene zu zeigen. Am Haus der Berliner Festspiele gibt es jedes Jahr das Theatertreffen. Dieses Buch ist zum 50-jährigen Jubiläum dort entstanden. Da ist auch eine Zeichnung von mir drin, die ich 2012 während des Theatertreffens dort gezeichnet habe. Ich war dort als Kulturblogger tätig. Wir haben 3 Wochen von dem Festival berichtet und ich habe im Vorhinein schon, also bevor das Festival losging, so ein paar kleine Zeichnungen gemacht. Das sind Zeichnungen von den Inszenierungen, die ausgewählt waren. Es waren 10 Theaterstücke ausgewählt, die konnten wir dann natürlich alle sehen und davon berichten. Und ich habe im Vorhinein, bevor ich die Stücke sehen konnte, intuitiv diese Zeichnungen erstellt. Also unten ist jeweils das der Titel von dem Stück. Das ist ein Plakat, eine Plakatausstellung gewesen, eine trinationale Plakatausstellung, trinational in der Hinsicht, weil es in Peking, Hongkong und Leipzig ausgestellt wurde.
Das Designbüro Collaborat hatte das ins Leben gerufen. Und zwar hatte das den Hintergrund, da es 2014 Proteste in Hongkong gab. Die Unruhen hatten die Ursache, dass die Chinesen den Hongkongern vorgeschrieben haben, welche Kandidaten sie stellen sollten. Und die Hongkonger wollten natürlich freie Wahlen. Ja, und dieses Plakat ist im Rahmen dieser Ausstellung entstanden. Bonds and Borders, das ist ein Fotoband, entstanden in Zusammenarbeit mit der Ostkreuzschule für Fotografie und der International Center of Photography in New York. Ich habe für das Buch die Titelgestaltung und diese Karte, die Sie unten rechts sehen, gestaltet. Das ist hier nochmal im Detail die Bildstrecken hatten meist so soziale Themen im Fokus und ich habe zu diesen einzelnen Fotostrecken diese Illustrationen gestaltet, die dann auf dieser Karte angeordnet wurden, entsprechenden Bezirken in New York. Und das Ganze diente dann als Inhaltsverzeichnis. Also später im Satz kamen dann noch die Seitenzahlen dazu. Das ist jetzt einfach mal ein Detail aus einer Arbeit von mir, also von der folgenden Illustration. Das sind so Karten, die ich für die Zeitschrift der Kinderherzstiftung gemacht habe. Das ist eigentlich jetzt nur da drin, dass ich den Übergang hier zur Farbe bekomme auch. Bildkorrektur hieß das Projekt. Das ist ein Projekt, ein Blog, bildkorrektur.tumblr.com. Das hat die Kollegin, meine Illustratorenkollegin Alexander Klobuck ins Leben gerufen. Ende 2015, sie wollte den Ängsten, die bei der breiten Masse da waren, zeichnerisch etwas entgegensetzen. Also im Rahmen dieser Flüchtlingsströme gab es halt viele Ängste bei den Leuten. Und da hat sie dieses Projekt Bildkorrektur ins Leben gerufen. Hier sind noch zwei weitere Beispiele. Links von Jens Harder und rechts vom Kollegen Tim Dinter. Also es sind noch 14 andere Zeichner mit an Bord. Und das Ganze war so konzipiert, dass in Rot die Angst dargestellt war. Die Flüchtlinge bringen den Islamismus zu uns. Ja? Also das ist das Thema, was ich bearbeitet habe. Die Islamophobie sozusagen. Und im Gegenbild gab es sozusagen in Blau, wollte ich durch die Zeichnung das entkräftigen. Und nein, der Islam ist keine gewalttätige Religion, wie andere Religionen auch predigt er Mitgefühl und Nächstenliebe. Ja, also man sieht oft, kann ich auch damit zurück eigentlich? Ich probier's mal, jo. Man sieht oft Dinge, irgendwo sieht man eine Axt, die vielleicht gar nicht da ist. Man projiziert auf Leute immer bestimmte Dinge, die oft nicht so hinhauen. Das ist ein aktuelles Projekt von mir. Unten sehen Sie das Storyboard. Das ist noch im Entstehungsprozess. Das ist Respekt heißt das Projekt. Das wurde zum ersten Mal in Russland initiiert und vom Goethe-Institut ist das organisiert. Wir waren im Vordergrund, sehen Sie Reinhard Kleist und mich im Hintergrund und Marie Pohl als deutsche Zeichnerin war auch noch dabei. Wir waren in Tel Aviv eingeladen, wurden dort zwei Tage gebrieft in dem Cartoon-Museum in Holon in Tel Aviv und da haben 6 NGOs ihre Arbeiten vorgestellt und wir haben so einen Überblick über die ganzen Konflikte, die es in Israel gibt, bekommen, weil hier kriegt man ja immer nur diesen Israeli-Probleme sozusagen gezeigt und da hat man auch gemerkt, dass es im Hintergrund natürlich viele andere Probleme gibt. Das ist ein sehr persönliches Projekt, mein aktuelles Buch Venustransit, 256 Seiten dick, im Avant Verlag erschienen. Es ist teils biografisch, teils politisch, aber diese Themen behandle ich in der Regel eher subtil. Im Vordergrund steht der Protagonist Ben, der am Anfang der Geschichte im ersten Kapitel von seiner Freundin verlassen wird, sich dann ein bisschen sich in Berlin verliert und dann beschließt, eine Reise zu unternehmen, um sich selbst wiederzufinden.
Und diese Reise habe ich, also er reist nach Indien. Und diese Reise habe ich in Form eines Reiseskizzenbuches dargestellt. Also man folgt der Hauptfigur anhand dieser freien Zeichnungen und es nimmt ein ganzes Kapitel ein. Und ich habe dieses Reiseskizzenbuch auch damals in einer ähnlichen Situation erstellt. Also an der Stelle ist es sozusagen 100% biografisch. Dann kommt die Figur wieder aus der Reise und wie es weitergeht, verrate ich nicht, weil vielleicht möchte ein oder andere noch das Buch kaufen. Das ist das letzte Projekt, was ich Ihnen noch vorstellen möchte. Das ist eine freie Zeichnung, die im Rahmen einer eines Grafikfestivals entstanden ist. Diese Zeichnung lässt viel Raum für Interpretation. Und letztendlich ist das mir immer bei so biografischen oder politischen Themen auch sehr wichtig, dass man da nicht mit der Moralkeule herkommt oder mit dem Zeigefinger und die Gruppierungen jeglicher Art respektiert, weil ich denke, so erreicht man am besten die Leute. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, ich bin auch am Ende der Zeit angekommen. So, und hört ihr mich? Niemand hört mich? Jetzt? Okay. Und die letzte in der Runde, Edith Caron aus Frankreich, hat in Paris studiert, Straßburg und Berlin. Geht auch nicht. Für die besten Blätter der Welt gearbeitet und stellt sich am besten einfach selber auch mit ihren Arbeiten vor. Geht's auch nicht, oder? Grüß dich. Na? Oder nicht? Nee? Okay, dann nicht. Okay. Ah ja, okay, so vielleicht von weit, super. Gut, also hi, my name is Edith Caron. I'm really happy to speak at the QUET and to meet all of you today. So I speak in English, but I normally speak German. But just to be nice with you guys who doesn't speak German. So I'm a freelance illustrator and I work a lot for editorials. I do also animation and graphic recording. I came in Berlin 8 years ago to finish my study and to work. And I really think that the school, which is the same one as Hamed, and also the city really influenced me in my work and my political mind and feminism. So I, when I got the invitation to speak at the QUET from Lea, I was doing a graphic recording in the Deutsches Theater in Berlin, the German, the Deutsches Theater. And the topic was political action, what to do. And there were a lot of keynotes and conferences, and I drew them, and I also drew the opinion of people, of the audience. And one woman there, Monica, she told me, Politik ist in mir drin, Politik is in myself, and I thought, this is true for me as well. I mean, even if my work isn't directly political, I think that in my pictures, my political mind is still shining when I'm drawing, when I do my personal drawing, but also when I do my commission work for clients. So I'm working a lot for editorials. I really like it because it's really exciting. It's always a new subject, always a new world, and the client's culture is also really different from one to the other. I work a lot for friends, so I had the chance to work for M. Le Monde, for example. Here, M. Le Monde. This is a really, really good Revue 21. And it was a story about Second World War and the starving people in psychiatric hospitals. So for me, it was really special to draw those illustrations and those
figures because normally what is asked of me, it's some happy and positive pictures, and I had to draw those dying people, so it was really special. This is Télérama. It was about it was an article about the commitment of the artist, the political commitment of the artist. And this was a few weeks after the first one. They asked me, Télérama asked me to draw in a special issue after the Paris attack of November 13th. So I choose something really simple because I choose to draw these three words, liberty, equality, fraternity, because I'm really concerned about the way people use those attacks to divide people in France, but also we see that in Germany, and to play with racism and to erase those three words. So this is in 2014. I got a review, Citrus, asked me to illustrate a cover, and the topic was football. And I knew that they were really open because they sent me that as a try, cover try. So it was a personal drawing for an exhibition in France with a threesome. So I thought, okay, they are open-minded. So we did that, and they were really happy about it. And it was a time in 2014 in France when there was a lot of discussion and demonstration against the law for gay marriage. And there were a lot of attack and homophobic talk, and it was really awful. And you could see, you could hear that in the media. And so I think now, when I see this project, that it's really influenced me to do this cover. I was really surprised afterward because also in my family, which is kind of open, I had one single aunt who was shocked by that gentle kiss. There was another article in another Citrus in this other review, and it was about people who have sex during sleep, like some sleep walkers who have sex. That's a strange thing. I work also for Germany a lot. This for Zeit Campus, Bilanz magazine, an economic magazine, Süddeutsche Zeitung, also. And 2 years ago, I was in New York with a research scholarship from the DAAD, from Germany, and I was working on sisterhood and women leadership. And the art director, Thomas Karzolis, saw this drawing on my website, and so he asked if he could use it. I like it because I like the haircut of the... It was really typical from Brooklyn, where I used to live at that time. I'm also doing some regularly columned satire in Missy magazine, which is a feminist German magazine. And I also did for them this silkscreen printed poster for the crowdfunding that they did. So there is some feminist icon like Tilda Swinton, there is Grace Jones, and there is a obviously smoking French writer. For Vogue, why not Vogue? And the New Yorker, and I really like when it's possible to draw some androgynous figures, like this teen. You don't know if it's a boy or if it's a girl, and I really like that you don't have to always draw cliches and stuff. So this was for the New York Times, and it was my first work for the US, and I wasn't used, so it took a long time to know
what you can do and what you cannot do. So at first I draw a skirt, and the skirt was not sexy enough. Then I draw a short, but the short was too sexy. So we had a few centimeters, and then it was it. So, and yeah, and I'm doing a more and more graphic recording, which is a really cool and exciting thing for me to do. Got some pictures, for example, from one event. Graphic recording is actually the translation in drawing from ideas and concepts. And for example, this one, there is a camera which film what I draw and during the talk of the people. So it's really cool because sometimes people in the audience, they are in suits, they are really business people or politics, and they are not used to art, they are not used to drawing, they are not used to... So they are really excited by that, and it's really cool for me because I'm always in a new world, a new topic sometimes. This one was about the changing of Berlin, the city, and it was a meeting between big firms and city manager. In another one, it was really surprising because I was drawing and suddenly there is this general, chief of the army from Germany, some kind of guy. He was talking about video communication in the army, and I'm really not pro-gun, and I was wondering what can I draw, what can I not draw, because I was you never know with the army, perhaps they get upset, don't know. So at first I was a bit afraid, and then I drew a lot of sketches to respond to what he was presenting, because it was really funny what he was presenting. To finish, just as you could see, for me, politics is everywhere. I think as someone who draw, I'm drawing some representation from the society, so I'm really concerned about what I'm drawing, and I think everything from football to history to sex can be politic. So 10 minutes are really short. There is a lot of other projects that I wanted to speak about, but we can, for example, one web documentary, Atawash, which was a really good adventure. But I'm here so we can talk, and if not, we can meet on the internet, Instagram, Facebook, everything. So, yes, thank you very much. Wie spät? Hat jemand eine Uhr? Allerbesten Dank. Das ist die komplette Runde und wir machen das jetzt so. Wir haben ein, zwei Fragen, die wir vielleicht jetzt besprechen wollen. Aber soweit ich gehört habe, gibt es hier so ein elektrisches Tool, dass Fragen gestellt werden können. Per E-Mail oder so. Irgendjemand sagte das. Da sind wir noch nicht. Nee, okay. Wie? Gibt's das? Weil ich denke, es ist viel gesagt worden. Ihr ahnt, warum wir diese Runde so zusammengestellt haben. Und wir freuen uns vor allem auf eure Fragen. Wer hat eine Frage von euch? Frage? No question. Auch nicht per E-Mail. Hätten wir fragen, welche bezahlen sollen, die Fragen stellen. So, manchmal fällt es einem erst auf, wenn man am Tisch sitzt. Es ist ja lustigerweise so, dass ihr alle drei irgendwie, oder vier, außer ich, alle extrem unterwegs wart, studientechnisch, lebenstechnisch und so weiter. Was macht das Reisen mit Menschen, mit Künstlern, mit Illustratoren? Soll ich mal anfangen? Du fängst mal an. Ich fasse es ganz kurz zusammen, das kennt man ja auch so klischeehaft. Es erweitert den Horizont, das kann ich nur bestätigen. Also viele Vorurteile kriegt man dann widerlegt. So, das kann, würde ich jetzt erstmal nur so kurz erstmal so stehen lassen. Okay.
Also das stimmt auf alle Fälle. Und was noch ist, man lernt sich selbst auch besser kennen, dadurch, dass man das andere kennenlernt. Und ich bin davon überzeugt, erst wenn man mal rausgeht aus seinem Land, kann man überhaupt etwas über sein eigenes Land sagen. Erst dann sieht man es wirklich, wie es ist. Okay. Ja, es öffnet dann Perspektive über deine Arbeit, über der Welt und es macht dir reicher drin und ja, es ist sehr wichtig, ich glaube, in der Kreativwelt. Kann man mir hören? Ja? Oui. Noch? Okay. Ich weiß nicht, aber ich denke, wir sind auch vielleicht eine Generation von Leuten, die viel einfacher reisen. Ich denke, Internet macht viel aus auch. Und für mich ist es super wichtig und ich bin so froh dass ich nach Deutschland gekommen bin und dass ich ich finde, das ist immer ein Risiko und das ist, aber das ist auch, man wird groß davon. Und ich finde, das ist auch zum Beispiel, um politisch zu, man sieht die Sachen anders, wenn man weg von seinem Land ist. Und ich denke, ich sehe die Sachen in Frankreich total anders. Und wenn zum Beispiel man spricht über Deutschland in Frankreich, ist immer sehr lustig, was die sagen. Also, erzähl mal. Ja, das ist nicht, also es gibt so ein Ideal von Deutschland, der überhaupt nicht wahr ist. Und was man hört in die Media oder so, ist gar nicht wirklich ist nicht die Wahrheit. Ich finde das immer gut, so diesen Abstand zu haben und so. Klischee ist ein lustiger Begriff in diesem Zusammenhang. Klischee gibt es auch im Druck. Du hast Drucktechnik sogar gelernt mal. Klischee ist sozusagen die Vorlage, die das 1:1 wiedergibt. Gibt es gute Klischees? Nee. Richtige Klischees? Wozu sind Klischees da? Ich finde das schon interessant, weil wir arbeiten natürlich mit Bildern. Jeder Grafiker kennt das, Symbole, Swastika ist... kann man auch zum Klischee erklären, sagen wir mal. Ne? Und was bedeutet das? Ich finde das interessant für unseren Beruf, wie diese Balance ist. Du hast diese Zeichnung gemacht auf dem Falter, da hast du nicht nur Fans gehabt. Und so. Also es gibt so ganz, mich würde das mal interessieren, wie seht ihr Klischees als Werkzeug, als Arbeitsmaterial? Ja, also, ja, wie du schon meintest, man muss da ganz vorsichtig sein und ganz sensibel rangehen und erstmal so versuchen, die Balance zu wahren. Vielleicht auch ganz viele Klischees erstmal abarbeiten auf dem Skizzenbuch und dann sozusagen durch so einen Filterungsprozess dann zu einer tieferen Ebene kommen. Das wäre dann im Idealfall so. Ob es dann im Alltag dann auch immer so klappt, ist natürlich was anderes. Aber ja, und ich würde noch dazu hinzufügen, dass sich die Klischees ja dann doch oft bewahrheiten. Also so schlimm ist das immer nicht mit den Klischees. Aber für uns, also wenn man illustratorisch oder zeichnerisch arbeitet, sollte man vielleicht darüber hinaus denken und visualisieren. Okay, ich gebe einfach rum. Ja, es ist auch so, dass eine Illustration ist auch immer eine Verallgemeinerung. Also das kann nicht immer differenziert sein, weil es auf den ersten Blick verständlich sein muss. Und Klischee ist eigentlich auch eine Verallgemeinerung. Und dann muss man sich halt aussuchen, wie stellt man das dar. Also ich bin da immer sehr vorsichtig und schaue schon sehr drauf, dass ich vor allem auch keine klischeehaften Geschlechterrollen darstelle, wenn das geht. Aber irgendwie muss man den Artikel immer auf den Punkt bringen, also den Inhalt, den Text. Und da muss man dann eben immer ausbalancieren, welches Klischee nehme ich, welche Verallgemeinerungen und warum und was hat das für eine Auswirkung? Ja, ich weiß nicht, was ich kann mal sagen. Also Klischee für mich, das ist auch sehr, man kann ein bisschen darüber spielen oder etwas sagen, aber es ist sehr mit viel Ignoranz, wenn du weißt, warum, es gibt kein Klischee, also das ist nicht mehr heute, keine Ahnung. Ich finde, also ich versuche immer, den zu kämpfen. I always try to fight the clichés because
I've got the feeling that we are surrounded by clichés and that they are everywhere in publicity. And so I would like perhaps a world with less cliché. It's okay that we have to use them sometimes to communicate symbol and about icon. but I kind of like to try to deconstruct them. Clichés. Entschuldigung, Klischees, Konservatismus, also ist nicht Open Mind. Haben sich Medien geändert in den letzten Monaten durch die politische Situation? Das würde mich mal interessieren, ihr als Zulieferer, Magazine, Zeitungen. Also wir spüren, dass doch zumindest eine gewisse gesellschaftliche Veränderung auch die Medien betrifft, die versuchen mehr oder weniger damit umzugehen. Wie stellt sich das bei euch da? Merkt ihr das? Also ich merke das schon, weil ich arbeite sehr viel zum Thema Flüchtlinge. Und dieses Cover war jetzt das erste Mal, dass Flüchtlinge negativ dargestellt wurden. Davor habe ich sie immer positiv dargestellt. Und ich habe auch einige Dinge zum Thema Kriminalität illustriert. Und dort wurden die Täter, die haben alle ziemlich ähnlich ausgeschaut. Und ich habe natürlich auch sagen wir mal, arabischstämmige Männer in einem netten Kontext gemacht. Und was mir aufgefallen ist, ist eben, dass durch dieses Thema Köln haben die Leser und Leserinnen diese Illustration ganz anders analysiert, als sie es sonst machen. Also sie sind viel kritischer geworden, aber eigentlich kritischer nicht unbedingt im besten Sinn. Also es wird einem da sehr schnell eine böse Absicht unterstellt, die nicht unbedingt gegeben ist. Und das wird eben bei anderen Illustrationen nicht gemacht. Und da finde ich jetzt schon, dass alles ein bisschen brenzliger geworden ist. Irgendwelche Erfahrungen? Ich kann es jetzt nur auch von uns sagen. Also es ist ständig Missverständnisse. Also es passiert sehr häufig, dass Dinge, die man formuliert, Missverständnis auslösen. Ja, aber ich finde, es gibt auch eine Verantwortung von Bildern und und man muss vorsichtig sein und natürlich, wenn ein Bild und es ist in dieser Zeit und in diesem Moment und man kann nicht etwas benutzen, wenn man weiß, das stört ganz viele Leute und das kann eine andere Bedeutung kriegen. Ich denke, man muss damit dann ganz vorsichtig sein. Besonders in einer Zeit, wo ganz viel Aggressivität und ganz viel, Tension gibt. Jetzt habe ich aber mal die Frage, wie viel von dieser Tension ist symbolischer Natur. Ist symbolischer Natur, kommt aus Symbolen. Ich glaube oft, dass wir über Symbole mehr streiten als über wirkliche Tatsachen, Inhalte oder irgendetwas. Ja? Unbewiesene Symbole, das ist konservativ, das ist cool, das ist nicht. So, ich habe so das Gefühl, ist doch unser Job als Designer, diese Fragen immer wieder zu stellen. Wo sind Symbole heute im Verhältnis zu vor 10 Jahren. Vielleicht möchte sich jemand anderes an so einer Diskussion auch beteiligen. Ich weiß nicht, wenn du heute dieselbe Geschichte wie noch vor 3 oder 5 oder 10 Jahren formulierst, wird sie heute gänzlich anders konnotiert, verstanden, ausgewertet? Ich denke, es gibt zum Beispiel ein gutes Beispiel mit einem Cover von, ich denke, es ist ein aus Polen, eine Cover von einer Zeitung. Und man sieht, dass 50 Jahre her, Zweiter Weltkrieg, die gleiche Ikone, die gleiche Symbol genommen war. Also von daher denke ich, das ist immer eine Wiederholung von die gleiche Symbol und man kann nicht, weiß nicht, Hamed? Ja, hier bin ich. Sag mal was. Also ja, auf dieses Thema Symbole, ich bin jetzt noch ein bisschen bei der vorherigen Frage. Ich war jetzt ganz viel mit dem Buch, mit Venustransit und dem Projekt Bildkorrektur in den Medien und die haben das alles, also sowohl das Buch als auch das Projekt, immer sehr unterschiedlich interpretiert.
kann ich Ihnen nicht verübeln. Also es waren einfach verschiedene Perspektiven und man merkte, dass gerade dieses Flüchtlingsthema sehr komplex ist. Und durch diesen schnellen Informationsaustausch, das beheizt das auch noch und es ist momentan so eine Situation, wo irgendwie keiner richtig weiß, wo es eigentlich so hingeht. Es gibt sehr viel Information, alles sehr schnell und ja, dadurch haben sich natürlich auch die Medien verändert und da sind dann auch solche brisanten Themen wie Flüchtlingspolitik und so sehr, sehr ja, sensibel zu betrachten und da muss man dann schon aufpassen, was man sagt, es gab jetzt bei Bildkorrektur auch ganz viele schreckliche Kommentare, sage ich mal, wo es hieß, ach, diese Illustratoren, die leben ja alle in Villen und die sind vom Staat bezahlt und so, wo ich dachte, um Gottes Willen. Aber ich meine, sowas gibt es halt immer überall, ja, aber es gab wirklich, also ich sag mal, solche Idioten, die dann ihre Kommentare überall hinhauen. Ja, aber auf die Symbolik, das mit der Symbolik, das würde ich gerne wieder weiter in die Runde geben. Also vielleicht jemand aus dem Publikum. Du, Raban, es gab jetzt tatsächlich auch noch Fragen aus dem Publikum. Darf ich da mal so ganz kurz reingeben? Ja. Wo war das jetzt? Da. Wir liegen in der Zeit. Hallo. Oje. Hi. Mein Name ist Rebecca. Wollte mal fragen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr bei du oder bei per Sie sein dürfen. wollte fragen, wie, ob es schon von Anfang an klar war, dass ihr euch auch in der Zukunft schon mit Illustration beschäftigen werdet oder geht die Frage? An alle, also ob es schon von Anfang an klar war, dass ihr euch mit Illustration beschäftigen werdet oder ob es schon oder wann sich das quasi so entwickelt hat, wann habt ihr euch für Illustration quasi entschieden und quasi gesagt, ja, ich werde mich jetzt beruflich damit auseinandersetzen. Oder und ob eine Ausbildung auch eine große Rolle hat sich das gespielt hat. Was war das für eine Frage? Also ich kann vielleicht erst. Ich denke, ich war ganz viel interessiert für andere Sachen, also entweder in Kunst oder nicht in Kunst. Und ich habe versucht, andere Sachen zu machen, aber ich denke, ich bin einfach gut nur mit Zeichnung. Also ich schreibe mit vielen Fällen und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es etwas naturell, du hast etwas so Natur oder so natürlich, Entschuldigung, natürlich. Und das ist für mich das beste Weg, mir zu äußern, mir zu, also es ist für mich ganz, zum Beispiel bei Grafikrecording, es ist einfach, ich zeichne 100 Zeichnungen am Tag und es ist einfach so eine, das ist ganz, ganz spontan so. Und von daher, das ist gut, so, ja. Für mich, nee, ich wollte Produktdesigner. Ich habe Produktdesign studiert, ich wollte Lampen und Tisch und Gläser gestalten, bauen. Und bis Grafik und Illustration, aber ich denke nicht, ich bin ein typischer Illustrator, ich denke, ich bin ein Grafikdesigner, Zeichner. Für mich Zeichnen ist etwas, das ich mache, seit ich bin wirklich klein, Kind, sehr klein. Das war mein einziges Tool für Kommunizieren, weil ich werde wirklich öfter allein und kein Spielzeug. Und das war wirklich der einzige Tool für Kreieren eine Fantasiewelt, ja, alles, was ich wollte. Und dann habe ich das immer gemacht bis heute und natürlich zeichnen, du kannst viele Dinge in deinem Kopf sagen, es ist manchmal besser als schreiben oder sprechen, es ist ein wunderbares Tool, zeichnen, aber das ist nicht, was man denkt, ich will Zeichner sein, ich glaube nicht.
Ja, ich habe auch immer schon gezeichnet. Ich wollte immer Künstlerin werden, aber ich wollte dann auch was Anständiges lernen und habe dann Mediengestaltung studiert und meine Bachelorarbeit war dann illustriertes Kochbuch und als ich dann dieses fertige Buch in der Hand hatte, habe ich gedacht, gut, funktioniert, dann probiere ich es mal als Illustratorin und ja, so ist es dann weitergegangen. Ja, bei mir ist es irgendwie ein bisschen von allem auch, also ich habe auch schon immer gezeichnet und eigentlich stand das nie zu der, also ich bin dann über die Graffiti- und Skateboard-Szene irgendwie zum, wozu bin ich dann gekommen, zum Malen dann und dann bin ich an der Kunsthochschule Weißensee gelandet und so ging das weiter, dann habe ich auch viel Grafikdesign gemacht und hab dann zum Diplom dann gedacht, so, jetzt habe ich mal richtig viel Zeit und kann mich mal so einem intensiven Thema annehmen. Also der Comic Tipping Point war meine Diplomarbeit an der Kunsthochschule. Und da konnte ich das Zeichnen und das Schreiben zusammenbringen und dann wurde das veröffentlicht und das war dann eine Motivation quasi weiterzumachen. Und so ging das dann halt weiter. Aber letztendlich habe ich immer gezeichnet, das ist meine Sprache. Eine Frage noch. Warum müsst ihr so brav sein? Also die Illustration ist doch keine Abbildung der Realität, sondern es ist eine Interpretation. Es ist natürlich eine Zuspitzung und die ganze Satire lebt von Klischees und Brechen von Klischees. Und das ist ja der Witz dann auch, die Reibung, die dann entsteht. Und das ist, da hast du jetzt so einen Ton vorgegeben, der so eine gute Meinung, die alle haben, die man dann auch nochmal übersetzt in die Illustration. Eigentlich ist doch interessant, wenn man wirklich Reibungspunkte aufspürt und wenn man sich auch darüber ärgert. Also ich kann ja mal die Kurve noch ein bisschen weiter drehen. Ja, machen eine Kurve. Wir sitzen auch nicht ganz umsonst zwei Französinnen. In Frankreich hat die Illustration, die Karikatur und so weiter noch eine andere Tradition. Das begann damals mit der Revolution, bla bla bla. Ich will jetzt hier nicht kunsthistorisch werden. Aber seit ich mit Frau Brust zusammen arbeite, liegt da eben auch immer Charlie Hebdo und das ist tatsächlich eine andere Lautstärke, das ist eine andere Intensität, als wir braven Deutschen das so kennen mit unseren Satire-Zeitschriften. Und ist vielleicht eine ganz gute Frage. Also mir ist schon aufgefallen, dass sozusagen alle waren auch total dafür, dass man ja nicht Cartoonisten erschießen kann, aber ich fand es eben auch radikal, dass man es getan hat. Also was das wirklich bedeutet, also auch Kultur, also in 100 Jahren wird man erzählen, dass Zeichner umgebracht wurden. Das ist eine absurde, das ist noch gar nicht richtig angekommen in dieser Dimension. Und die Frage gebe ich gerne mal an euch, also Klischees, Radikalität, du sprichst von Vorsicht, du auch. Ich bin ja, ich nicht von, ganz sicher. Ich spreche von Vorsicht, aber ich spreche von, was da passiert. Also, es ist ganz schwer, finde ich, darüber zu sprechen. Ich bin jemandem, der Illustrationen macht, die überhaupt nicht, wie ich gesagt habe, directly Politiker sind, sondern. Ich mache Editorials, ich habe Clients und so. Was ich denke, ich denke, man kann, natürlich kann man und muss man über alles lachen und man kann alles zeichnen. Was der Zeitung, diese Zeitung gemacht hat, ist einfach über Religion zu sprechen. Und das muss kein Problem sein, finde ich. Ich wollte, was ich früher gesagt habe, was war in meinem Kopf was anderes, über andere Themen, wie zum Beispiel Bilder, die mit Rassismus spielen und sowas. Aber ja. Was ich damit meinte, ist, da drin schlummert ja eine immense Kraft anscheinend. Eine immense Kraft. Nee, das würde ich nicht sagen. Und ich denke, die Leute von der Zeitung dachten das auch nicht. Die wollten einfach Spaß haben, die wollten was Lustiges machen, die wollten auch nicht provozieren.
wollten einfach so bla bla bla, wir machen und das ist und die wollten nicht wichtig sein. Es gibt Leute, die das wichtig fanden, die wollten das nicht wichtig machen. Die haben auch gesagt, es ist für uns keine und das ist Leute, die wollten. Ich denke nicht, dass die. Ich denke nicht, dass das für den war, dass die sich als Politiker oder als moralistischer Leute oder. Der Satiriker ist ja immer der größte Moraliker von allen eigentlich. Ja. Sagt man. Ja. Keine Ahnung. Also ich finde es auch sehr gut, radikal zu sein, mutig zu sein, aber ich selbst, also ich muss mich auch immer darin üben, mutig zu sein, natürlich. Aber meine Arbeitsweise ist vielleicht einfach eine andere, wie ich schon eben meinte. Mir ist es auch wichtig, irgendwie Respekt gegenüber, also Respekt zu zeigen allen, weil ich dann der Meinung bin, dass ich so die Leute eher erreiche. Also eher so den goldenen Weg, den mittleren Weg zu fahren, ein bisschen moderater. Ich muss mich darin auch üben. Ich bin sehr expressiv und sehr temperamentvoll. Und das ist also letztendlich auch ein Arbeitsprozess, sozusagen die Mitte anzupeilen und da das auszuloten. Und in den Comics zum Beispiel, wie gesagt, versuche ich das eher subtil zu erzählen. Also in erster Linie ist es mir dann auch wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die Leute zu unterhalten und dann auf der zweiten Ebene, wenn ich denen dann noch was auf dem Weg mitgebe, so hintenrum so ein bisschen, dann denke ich, habe ich dann mehr erreicht, als wenn ich denen dann so buff. Also wenn ich jetzt einen komplett radikalen Comic machen würde, dann wird also dementsprechend schrumpft ja auch die Leserschaft. Also viele würden das dann aufblättern und sofort, das ist mir zu krass. Und deswegen ist es, finde ich, sinnvoller, wenn man, also für meine Arbeitsweise, wenn ich dann das ein bisschen auslote. Ich finde auch genauso wie Hamid, dass ich versuche immer, ich bin auch jemandem blutig und ein bisschen so, wenn ich Sachen lese oder Sachen so mir nerven, ich hätte Lust, jemandem zu töten, aber... Dann zeichne ich was Farbiges und was Lustiges und dann kann ich da meine Wut und ein bisschen so versuchen, ich finde auch, dass Hamid recht hast, dass es ist besser eine Kurve zu machen, dass man vielleicht mehr Leute erreicht, wenn man das so machst. Moderator. Wie? Moderator. Moderator, das bin ich. Ja. Ausgeglichener. Ja. Ich finde, ja, ist ein wunderschönes Schlusswort. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Die Luft ist ein bisschen... dünn hier drin geworden. Lasst uns eine Pause machen, wenn noch Fragen sind. Die Leute sind alle da. Schön, dass ihr zugehört habt. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.